Das hier sind wir, dieses kleine, nicht mehr stoppen wollende Endline, oder was das sein soll. Und es ist ein kleines Puzzle-Plattformer-Spiel. Man muss immer wieder dieses Mannequin ans Ziel bringen. Bin ich auch gespannt. Also es sah lustig aus, mir hat die Idee ganz gut gefallen. Videospiele sind dumm. Ja, ich befinde mich hier im Stadtzentrum. Man sieht hier, dass jeder hart für die große Netawag-Feier arbeitet. Überall machen sich Wamnis bereit. Und heute habe ich hier bei mir die einzig wahre Erajin, Wächterin aller Wamnis. Hallo du. Nun, Herr Regen, was? Irgendwas anderes? Was jetzt über die Feier? Ich denke, sie wird großartig. Dieses Mädchen. Angeberei. Warte nur, bis ich meine Kräfte entfessel. Aber zunächst, los geht's. Wow. Leertaste springen, Richtung ändern ist Pfeiltasten, das ist klar. Und Musik ist laut genug, oder soll ich die ein bisschen lauter machen? Geht das so? Oder hättet ihr gerne ein bisschen mehr Musik? Ah, das sind nur so Trampolin-Dinger, okay. First Steps. Achievement. Sehr gut. Wir sind jetzt in der Stadt. Also wir müssen irgendwie eben ins Ziel kommen. Was immer diese kleinen Dinger sind. Da sieht man anscheinend ein Portal oder sowas. Das muss wichtig sein. Oh, schau an. Zeit für ein wenig Spaß. Hallo. Hallo, Ridnix. Schöner Tag, nicht? Ja, ja, du mich auch. Ah, mit solchen Dingern dreht man also die Welt. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Und wir können Wandsprünge machen. Oh, Zyankalium. Das war jetzt gefährlich. Oh mein Gott. Wir können mit der Zunge an der Decke entlang. Das ist auch geil. Das ist so doof. Das ist ja so doof. Wie er nie aufhören kann. Sensationell. Es kann sein, dass es eine Mischung aus Sonic und Ente ist. Boah, jetzt muss ich hier das richtige Timing beweisen. Ungefähr so. Dann drehen wir doch einfach mal ein bisschen die Welt hier. Also das Gute ist, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ihr seht schon. Sind wir schon aus der Stadt raus oder so? Guten Tag. Wow. Was ist los, Alter? Was zu merken ist auf deinem Kopf? Voll nice, oder? Mein neuer Hut. Nimm das dumme Ding ab. Ach komm, es bringt dich doch nicht um. Ja, eigentlich schon. Haha, du bist so ein Loser. Hey Dude, lass mich dir meine neue Erfindung zeigen. Der Transportalizer. Der was? Mann, damit kannst du von Ort zu Ort reisen. Es erschafft Portale. Und so. Ach so, das kennen wir doch schon. Was? Ich bin doch gerade erst raus. Ja, wen juckt's. Ich bin sicher, du hast den Kühlschrank seit letzter Nacht nicht bewegt. Komm, ich helfe dir. Ja, okay. Bis gleich. Oh, jetzt gucken wir zusammen. Cool. Wir unterbrechen für eine Sondermeldung. Wir haben gerade eine Nachricht erhalten. Der Netawag wird angegriffen. Es erscheint, als seien die Angreifer niemand Geringeres als die Drogogluks. Drogogluks. Die große Gefahr von damals ist zurück. Doch fürchtet euch nicht, Bewohner des Netajag. Diesmal haben wir die Dolder, Zahngötter und Herajin. In ein oder zwei Stunden sollte es vorbei sein. Die Feier findet wie geplant heute Nacht statt. Ich übergebe nun an unsere Experten der Dolderzianischen Götter.
Danke, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Die Duda-Zahn haben den Schalter des Schicksals. Heißt, nichts kann uns aufhalten. Danke, du bist wahrlich ein Experte. Und zwar ein richtig guter Experte. Das war's für heute, Leute. Ey, was ist das mit diesem Schalter? Voll kein Plan, wie immer, ey. Das ist so ein Schalter, der von den Duda-Zahn entwickelt wurde. Die haben mir gesagt, damit kannst du die Angreifer platt machen. Oh. Irgendwas mit aber wenn. Das hab ich jetzt leider nicht gehört, weil ich zu schnell gedrückt habe. So dann, meine Zeit des Heldenmuts ist gekommen. Ich werde den Schalter betätigen und die Drogoklux besiegen. Was? Wenn, mein Schicksal wartet, ich muss los. Es ist meine Pflicht als Bürger des Netafar. Nein, als Held. Ich allein, der anders ist als ihre Bamnis, werde euch retten. Ich glaube nicht, dass du so lange überlebst. Schweig. Ich, der einzig und wahre Nack, ich werde den Netavar retten. Herr Rajin, ich wette, sie wird versuchen, mich auszustechen. Aber heute bin ich der Held. Ich muss mich beeilen. Los geht's. Sagt er noch was? Nice. Jetzt bin ich der Herrscher der Couch. Mein Gott. Ah, ein weiterer schöner Tag in der Stadt. Was zum Henker ist denn hier passiert? Mr. Mayonnaise, es war Vritnix. Der Name ist echt schwer auszusprechen. Wir wissen nicht wie, aber er hat alles zerstört. Was? Er schon wieder? Damit hat er eine rote Linie überschritten. Na warte, bis ich dich kriege, Vritnix. Dieses Mal wanderst du hinter Gitter. Oh, was bist du denn? Ein etwas fliegendes Teil. Los geht's. Willst du mit mir spielen? Oh, anscheinend nicht. So ein Teil, So, paar... Rette nicht zu viel... Richte nicht zu viel Chaos an, okay? Geh mal weg da. Ich muss hier hoch. Ich finde das so gut, wie er halt einfach da dauernd hin und her rennt. Das ist so genial, wenn er an der Decke klebt. Das ist so gut. Mein Gott, ich kann mich mit sowas echt lange beschäftigen. Du solltest Herajin nacheifern. Ich eifer dir gleich mal was nach hier. Lass mich in Ruhe. Die Götter Deutschlands lieben auch dich, Vritnix. Soll das etwa eine Sektentyp sein da oben? Keine Ahnung. Ich soll ihn Freddy nennen. Warum denn? Ja, ich wollte eigentlich drüber springen. Okay, wir machen es anders. So nicht. Genau so. Hier ist es ganz einfach. Ihr habt das andere nicht gesehen. Ich bin direkt durchmarschiert. Oh, Telefon. Blob. Blob, wenn hier. Also ich bin Blob. Was willst du? Ich wette, du hast keinen Plan, wo lang. Jojo, ich bleib mal in der Schleife, bis du den Schalter gefunden hast. Oder bist du wie ein Duser stirbst. Haha. Den Schalter des Schicksals ist. Den Schalter des Schicksals zu erreichen ist voll easy. Du musst in das Dolderzahngebiet, das Paradies. In der Nähe des Zentrums des Netajag. Okay, cool. Wo lang? Zunächst musst du in die Stadt. Jo, aber mach nicht zu viel kaputt und so. Kette die Welt, wen wird das schon stören? Ich kann ja nicht beide gleichzeitig machen, tut mir leid. Whatever, viel Glück, viel Spaß. Okay, bis dann. So. Ich glaube, Mr. Mayonnaise sucht nach dir. Ich habe Super Meat Boy niemals gespielt, kann dir also leider keine Antwort darauf geben. Ich will eigentlich nur hier runter. Nein, nein. Es ist... Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht da runterschmeißen, mein Freund. So, wir müssen ganz kurz mal diesen Schalter da begnügen. Dass wir nämlich da wieder rauskommen. Dieses dauernde Rennen ist extrem schwierig. Vor allem, wenn er so blöd ist, wie ich gerade war. Willkommen zurück, Bemchik. Oh,
wie er hingefallen ist. Unser kleiner Froschfreund oder was das sein soll. Oh je, jetzt müssen wir hier noch richtig landen. Ich wünschte, ich könnte auch so einen Backflip. Ah, cool. Also wir können auch in der Luft hin und her drehen, so richtig cool. Können wir die Welt drehen? Da ist nur ein Loch, okay. Der größte Waffelesser ist Netajag. Die Frage ist, brauche ich überhaupt das andere? Ich finde das manchmal echt schwer vom Timing her. Geh mal weg da. Ich muss hier hoch. Ich ziehe mir nichts an. Ich bleib so, wie ich hier bin. Ich als Blob oder wie der heißt. Stopp! Halt! Da ist er, Mr. Mayonnaise. Der schon wieder. Ja, ich schon wieder. Weiß nicht, wie und warum du das machst, aber genug ist genug. Jedes Mal, wenn du vorbeikommst, wird alles zerstört. So eine Zeitverschwendung. Ich muss weiter. Beim Namen von Detective Mayonnaise. Dieser Vandalismus wird bestraft werden. Du bist Detective? Ich dachte, du wärst der Bürgermeister. Das wäre so eine Anspielung auf Mayor Mayonnaise. Ich muss ihn schnell loswerden. Ich sehe schon, du Nack nimmst mich nicht ernst. Aber ich habe meinen Bovo dabei. Er ist sehr stark. Kannst kaum erwarten, seinen Bovo zu sehen. Das muss ja so fürchterlich sein. Du denkst, ich scherze? Okay, also das frisst mich einfach mal so auf. Okay, du laberst nochmal. Ich frage mich, wo Herian ist. Wir müssen jetzt den Chat mal ein bisschen schneller beeilen. Hier, es tut mir leid, ich hätte gerne den ganzen Chat gelesen. Aber dieses Bovo war hinter mir her und da ging das natürlich nicht. Bovo. Ah, okay. Oh oh. Tut mir leid, du Bovo. Ja. So leicht ist das. Nun, Bovo, bist du fertig? Naja, er ist relativ am Ende. Das kann man auf jeden Fall schon mal von ihm behaupten. Bovo? Nein, Bovo! Oh, armer Bürgermeister. Tut mir leid, mein kleiner Bürgermeisterfreund. Ich muss weiter. Hab keine Zeit für dich. Mögen die Götter mit dir sein. Er scheint ein Freund von mir zu sein. So nicht. So schon eher. Ich hab so ein bisschen Angst, da in dieses Ding reinzurennen, weil das tötet mich ja instant. Oh, wie so runterfallen. Aber es interessiert ja auch gar nicht, gell? Warum bist du da, Schleim? Gib dir gleich, warum bin ich da, Schleim? Als ob, Oh oh. Ich wollte eigentlich durch, gell? Der war knapp. Fallt ihr nur alle um. Ihr habt es nicht anders verdient. Wenn ihr meinen Heldenmut nicht zu ehren und schätzen wisst. Ich glaube sogar mit einem Controller wäre das einfacher. Ich weiß es nicht. So, wie komme ich da rüber? Wahrscheinlich links hoch, oder? Also das war nah dran mit hoch. So kommen wir auch lang. Verdammt.
Bis dann, Mareike. Oh mein Gott. Wie ich mich einfach anstelle, gell? Möchte ich damit töten? Nee, kann ich nicht. Muss ich da jetzt echt da durch springen? Das hat ja da was mit Skill zu tun. So nicht. Vielleicht komme ich aber auch anders dadurch. Gut, dass es da keinen Death-Counter gibt. Geh mal weg da. Ich muss da durch. So. Jetzt müssen wir es richtig timen. Hallo, Toni. Ah, kein Problem gewesen. Wie geht's dir denn, Toni? Wow, ich spring genau rein. War mein Sprung zu gut. Also den Anfang habe ich ja wenigstens mal hinbekommen jetzt. Ohne Probleme. Oh nein. Ich brauche doch 100% dieses Teil da, oder? Ja, wie immer, gell? Ich bin müde, aber ansonsten... Den Sprung, der hat's in sich, finde ich. Solange es dir wieder besser geht, ist alles gut. Muss ich dieses schwarze Teil mitnehmen? Ich denke schon, oder? Ich springe genau rein. Ich kriege dieses Abschätzen nicht gebacken bisher. Wie weit kann denn mein kleiner Typ hier eigentlich springen? Aber zunächst einmal müssen wir wieder hier einen Standard machen, nicht wahr? So. Dann kommen wir da auf jeden Fall schon irgendwie durch. Ich muss das wirklich gut timen. Oder ich muss von unten rankommen. Unten links gegen die Wand, rechts gegen die Wand. Ganz knapp durch und dann direkt auch wieder zurückdrehen. Ich glaube, ich springe zu hoch. Also allgemein. Bin mir nicht sicher. Ich ignoriere jetzt einfach mal dieses schwarze Teil und gehe ins Ziel. Aber das werde ich hinkriegen. Vielleicht hätte ich es gebraucht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Braucht das gar nicht unbedingt. Ja. Ich war so kurz davor zu sagen, so macht man es richtig. Und was mache ich dann? Ich springe im falschen Moment ab.
Es war einfach nur schlecht. Peinlich könnte man fast nennen. Man könnte es peinlich nennen. Oh, Telefon.